Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Tesla, der Elektropionier mit dem einzigen Alleinstellungsmerkmal einer eigenen Ladeinfrastruktur. Das hier neben mir ist ein brandneues Model Y. Das wollen wir uns auf jeden Fall mal gemeinsam anschauen und vor allen Dingen herausfinden, warum das Tesla Model Y im Jahr 2023 weltweit über 1,2 Millionen Mal verkauft wurde und damit die Statistiken anführte. Ein Elektroauto zum allerersten Mal weltweit. Das Tesla Model Y kam bisher mit drei Antrieben daher. Heckantrieb, Allrad und eine Performance-Variante. Jetzt haben wir hier aber die Besonderheit, dass wir einen Hecktriebler haben, der aber mit dem großen Akku kommt. Also dieser hat dann 79 Kilowattstunden netto und war bisher ausschließlich für den Allrader verfügbar. Wiederum bedeutet das für ihn ja auch, dass wir jetzt bis zu 600 Kilometern Reichweite laut WLTP haben und damit den neuen Langstreckenläufer. Mit 270 PS auf der Hinterachse geht es aus dem Standback in 6 Sekunden auf Landstraßentempo und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 217 km/h. Also zugegeben, großes Designspektakel hat man bei Tesla jetzt nicht, sondern eher ein ziemlich biederes Tropfendesign. Das Ganze kommt aber der Aerodynamik und damit auch dem Luftwiderstand zugute. Deswegen hat der Wagen hier nur einen CW-Wert von 0,23. Wir haben 17 cm Bodenfreiheit und eine Höhe von 1,62 m. Das macht ihn hier zum kompakten SUV und damit liegt er schon allein aufgrund seiner Form voll im Trend. Bei diesem Model Y hier gibt es jetzt eine neue Bereifung für noch mehr Effizienz in 19 und in 20 Zoll. Insgesamt haben wir eine Länge von 4,75 Meter und der Wagen bietet hier Platz für bis zu 5 Personen. Womit er aber am allermeisten überzeugt, ist sein Stauraum. Insgesamt sind es 2158 Liter. Das bedeutet, davon sind es erstmal 117 Liter vorne für den Frunk und dann haben wir hier hinten noch 854 Liter im Kofferraum und das sogar ordentlich mit doppeltem Ladebodden. Da kann man richtig was verstauen. Die Hutablage hier, die ist jetzt nicht sonderlich mein Freund. Man mussten gewisse Abstriche machen, denn preislich ist der Wagen hier auch, da komme ich später noch zu, speziell zu betrachten. Wir haben natürlich hier noch die Möglichkeit, die Sitze umzuklappen und zudem noch eine Anhängelast für bis zu 1600 Kilogramm. Wenn Familien eins nicht genug haben können, dann ist es mit Sicherheit Platz und deswegen ist der Wagen für diese Leute auch so attraktiv, aber genauso eben für Firmenkunden. Das liegt natürlich alles auch daran, dass durch diese Ladeinfrastruktur von Tesla der Umstieg in die Elektromobilität einfach erleichtert wird, weil man ein bisschen mehr Sicherheit hat. Tesla immer mal wieder mit besonders raffinierten Rabattaktionen um die Ecke kommt und vor allen Dingen das Thema Steuerersparnis auch noch so eine Sache ist. Seit 2022 werden die Tesla Model Y für Europa, auch in Europa, und zwar in Grünheide bei Berlin, produziert. Das heißt also, er hier ist made in Germany. Ändert sich dadurch etwas an den Spaltmaßen? Das war ja auch immer ein Thema. Ich muss sagen, meiner Meinung nach hat sich die Verarbeitung hier deutlich verbessert. Man sieht es zum Beispiel, finde ich, auch hier immer schön. Das war gerade bei alten Tesla Model S immer ein ziemlicher Höhenunterschied an den Punkten hier. Und jetzt würde ich auch sagen, dass wir uns das im Innenraum mal anschauen. Bevor wir uns der Verarbeitungsqualität hier im Inneren widmen, einmal an der Stelle erwähnt, wir haben hier einen richtig schönen breiten Türein- und Ausstieg. Finde ich deutlich angenehm so einzusteigen. Verarbeitung. Was mir früher bei zum Beispiel einem Model X aufgefallen ist, ist, dass wir hier Höhenunterschiede an den hinteren Sitzen haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und spricht für mich halt eben auch für eine deutlich gestiegene Verarbeitungsqualität. Wir haben in allen Tests natürlich ein veganes Interieur, das heißt, es ist ein Kunstlederbezug, lässt sich schnell abwaschen. Familien dürften sich über zwei Isofix-Halterungen freuen. Und wenn ich den dritten Platz nicht nutze, kann ich mir hier die Armauslage mit zwei Becherhaltern ausklappen. Die Sitzneigung hier ist in drei Stufen verschieden einstellbar. Die Sitzfläche finde ich ausreichend lang, auch von der Neigung her und von der Polsterung angenehm, aber ist natürlich kein Seitenhalt hier vorhanden. Was natürlich immer ein Vorteil bei Tesla ist, ist das Thema Platz, denn das ist wirklich herrschaftlich. Also ne, ich bin 1,64, natürlich nicht besonders groß, aber das ist einfach purer Luxus. Auch hier Kopffreiheit nach oben hin. Zwei Fäuste, das Dach fällt erst deutlich hinter meinen Kopf ab und durch dieses Panoramaglasdach habe ich eben ein offeneres, breiteres Raumgefühl. Sprechen wir mal noch darum, dass ich hier so ein paar Mankos habe, was hier zum Beispiel die Klimasteuerung angeht. Dann, darauf habe ich von hinten gar keinen Einfluss. Ich kann nur diese Luftausströmer verstellen, habe auch nur diese zwei USB-C-Anschlüsse. Sonst habe ich hier hinten wenig zu erkunden. An Materialien
der Stelle bin ich auch sehr positiv überrascht. Hier bezogen, hier ein Velour, hier ein Kunstlederbezug und hier unten, man hört es, ist auch kein Hartplastik. Und selbst in der Türtafel, die Tasche hier, die ist auch mit dem Stoff bezogen. Das ist natürlich ordentlich. Was hier so ein bisschen auf jedem Platz, finde ich, zumindest nervt, ist, dass wir hier diese Griffe oben nicht dran haben. Denn ich denke, ich fahre hier bei meinen Eltern, weiß ich, dass spätestens meine Mutter sich darüber beschweren würde. Kommen wir mal erstmal zu dem zurück, was wir hier haben. Ein sehr, sehr, sehr minimalistisches Interieur, das man mögen muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Geschmack ist es nicht. Fangen wir mal damit an. Klar, ne, ich muss den Blick immer hier auf dieses tabletartige Bediendisplay werfen, um bei der Fahrt eben Geschwindigkeit und Co. ablesen zu müssen. Vor allen Dingen aber stört mich es, dass ich hier über dieses System erst das Lenkrad und die Spiegel einstellen kann. Sorry, aber das ist mir zu umständlich, gerade wenn man bedenkt, dass man sich diesen Wagen hier vielleicht auch mit jemandem teilt. Zum Glück ist noch die Sitzeinstellung hier manuell direkt mit eigenen Knöpfen einstellbar. Kommen wir mal zu was sehr Positivem an dem Ganzen. Dieses System hier von der Softwareseite betrachtet, ist makellos. Es funktioniert, es ist zuverlässig, es ist blitzschnell. Von vielen versucht zu kopieren, von vielen nicht geschafft. Für meinen Geschmack ist es hier allerdings noch ein bisschen überladen. Ein paar Dinge sollte man noch mit zusätzlichen Knöpfen für die Bedienung lösen. Aber wie gesagt, rein softwaretechnisch ist es ein super System. Wovon ich auch ein Riesenfreund bin, ist, dass es eben sowas wie zum Beispiel hier den Hundemodus gibt. Wenn man eben seinen Hund gerade im Sommer im Auto lässt, wenn man einkaufen geht, dann ist das einmal eine super Sache. Hier bei das Klimamenü kann ich da zudem auch hier die Luftausströmer verstellen, weil man sieht ja, hier ist ja sonst überhaupt nichts einzustellen. Ich kann natürlich hier auch die ganzen Spiele spielen. Ich glaube, das Thema ist eigentlich mittlerweile durch, das weiß man bei Tesla. Funktioniert aber halt auch alles. Was ebenfalls von Vorteil ist, ist die zahlreiche Menge an Ablage- und Staumöglichkeiten. Hier zwei Handyflächen mit Induktionslademöglichkeit. Ich habe hier nochmal ein Riesenstaufach. Ich habe hier einen Becherhalter und hier drunter ist auch nochmal ein Riesenstaufach. Links und rechts in den Türen. Ein Handschuhfach gibt es natürlich auch, aber selbst da ist wieder das hakelige Öffnen. Ja, da fängt es schon an. Ich weiß gerade nicht, wo auf Anhieb. Wir mussten es vorher nämlich aussuchen. Hier, Handschuhfach. Zack, da geht's auf. Alles ein bisschen versteckt, aber das hat natürlich auch eine ganze Menge damit zu tun, wenn man das Auto besitzt und sich ein bisschen mehr damit befasst, kommt man ein bisschen besser zurecht. Wo ich auch nicht ganz so glücklich drüber war, war das Thema hier mit den Türkarten. Es gibt keinen Schlüssel, es gibt diese Karte dazu. Und das ist ja an sich eigentlich irgendwie praktisch, kann man sich ja einfach ins Portemonnaie packen, hat man ja genauso wie den Führerschein eigentlich immer dabei. Muss man aber immer vor Fahrtantritt hier einmal dran halten. Es funktioniert eben nicht wie ein Keyless-Go-System, wie man es von anderen Herstellern kennt. Ich hatte einen Schlüssel in der Tasche, steig ein und kann losfahren. Nee, der muss wirklich jedes Mal da einmal kurz hingelegt werden. Und da sehe ich den Vorteil dann ehrlich gesagt wieder nicht an einer Karte, weil auch die muss ich dann wieder rauskramen und da hinlegen. Naja, eine Thematik, die man auch gut oder schlecht, je nachdem, wie man es möchte, sehen kann, ist diese Einfachheit, die Tesla bietet, denn egal ob ich hier einen Heckantrieb habe, ich habe den Allradler oder ich habe die Performance-Variante, es gibt immer 5 Lackfarben zur Auswahl, es gibt 2 verschiedene Felgendesigns zur Auswahl und es gibt ein schwarzes oder es gibt weißes Interieur. Es ist immer das gleiche, heißt auch mit diesem Holzdekor hier. Manche mögen es altbacken finden, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Doch hier muss ich echt sagen, Verarbeitung ist echt deutlich besser geworden. Ja, aber es ist halt sehr simpel gehalten und deswegen funktioniert es auch. Was immer wieder für Tesla spricht, ist das Thema Effizienz. Denn diese Wagen sind nun mal auch extrem effizient. In der Theorie erstmal gibt Tesla bei ihm einen Verbrauchswert von 14,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern an. Jetzt ist der Wagen hier brandneu. Mein Kollege hat ihn aus dem Tesla-Werk in Grünheide mitgebracht. Das heißt, er ist von Berlin nach Köln, Autobahn natürlich größtenteils gefahren, und hat am Ende des Tages einen Verbrauch von 18,9 Kilowattstunden. Und wir sprechen hier von einem Kompakt-SUV. Das ist ein Wert, der ist unfassbar gut für ein Fahrzeug in dieser Klasse und belegt das Ganze natürlich auch nochmal. Ein paar Dinge finde ich aber persönlich ziemlich störend, gerade in Betracht auf, dass das hier ein Familienfahrzeug ist. Zum Beispiel die Thematik, dass wir wirklich ein sehr steifes Fahrwerk haben. Es ist sehr straff, man bekommt jede Fahrbahnunebenheit mit und dadurch ist hier ständig irgendwie eine Bewegung in der Karosserie und es zappelt alles so ein bisschen. Und das gepaart auch noch mit einer Lenkung, die auch nicht meinem Geschmack entspricht. Sie ist sehr steif, sehr straff,
was ich tendenziell mag, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwie eine ordentliche Spurtreue haben. Es ist zu viel Bewegung für meinen Geschmack in dem Wagen drin. Es ist einfach ein bisschen unruhig alles. Außerdem kann ich mich einfach nicht ganz mit diesem Zentraldisplay anfreunden. Denn ich finde, es ist einfach ein Sicherheitsmanko, wenn ich gezwungen bin, für die Geschwindigkeit oder für die Navigation meinen Blick von der Straße eben hier zur Seite zu richten. Klar, die Informationen sind trotzdem sehr weit links und oben gehalten, um das Ganze im Blickwinkel zu minimieren. Dennoch muss ich den Blick abwenden und da würde mir eine Lösung vielleicht mit einem Head-Up-Display einfach deutlich besser gefallen. Zur Vorbereitung auf unseren Dreh habe ich mich so ein bisschen durch die Tesla-Foren geklickt und mir mal durchgelesen, was denn Tesla Model Y-Besitzer an ihrem Fahrzeug vor allen Dingen bemängeln. Die eine Sache ist die Wischautomatik, denn das ganze System ist kamerabasiert, wie so vieles bei Tesla, und das bedeutet, ist auf der Linse da oben kein Tropfen drauf, dann wischt das Ganze auch nicht. Zum Glück gibt es aber dafür einen eigenen Hebel, wäre aber natürlich wünschenswert, dass so eine Automatik ihren Sinn auch erfüllen könnte. Außerdem, wenn wir jetzt schon hier beim Wischhebel, der ja gleichzeitig auch der Blinkerhebel ist, sind, ist es auch eine Thematik gewesen, die viele bemängelt haben, denn irgendwie haben einige Bedienungsprobleme beim Blinker betätigen, dass er nicht wieder zurückschnallt. Vor allen Dingen ist mir aber aufgefallen, dass der Ganghebel gegenüber eher die Gänge nicht genau annimmt. Da muss man auch manchmal ein bisschen mit Nachdruck aktiv sein, aber ist vielleicht auch einfach eine Bedienungsfrage und eine Gewöhnungsfrage. Was ich positiv finde, was mir zumindest bis jetzt nicht negativ aufgefallen ist, ist das Thema knarzendes Interieur. Hatten auch einige bemängelt, aber bis jetzt muss ich sagen, das sieht echt ordentlich aus. Also auch deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Hier auf der Autobahn angekommen, wollen wir doch auch einmal die Assistenzsysteme austesten. Tippe ich hier einmal, habe ich einen ganz normalen Tempomaten drin. Tippe ich zweimal, dann habe ich den Autobahnassistenten drin. Da wollen wir die Geschwindigkeit auch mal erhöhen. Hier, zack, der geht bis... Oh, 140, ja, alles klar. Nehmen wir es frei, also einmal Blinker betätigen und zack, der Wagen zieht selbstständig rüber und müsste jetzt auch komplett durchbeschleunigen. Na, komm. Okay. Also das ganze System, ja, jetzt fängt er an zu beschleunigen, funktioniert, ist natürlich auch sehr verhalten. Manchmal passiert es, dass die Assistenzsysteme einfach aussteigen und das System einfach abbricht. Funktioniert aber eigentlich auf der Autobahn ganz gut und ich muss sagen, klar, er braucht immer zwei Linien, links und rechts, an denen er sich orientieren kann. Aber es ist zum Glück nicht so, dass er irgendwie die ganze Zeit hektisch hin und her schwankt. Ich finde eher ein Problem hier auf der Autobahn ist eher die Thematik, dass der Wagen durch seine Form ziemlich anfällig für Wind ist. Das heißt, auch wenn ich eben diesen Autobahnpiloten deaktiviere, was ich jetzt einmal mal hier, ah nein, nach oben, zack, zack, nehme ich alles wieder raus. Da merke ich eben, wenn ich in windige Situationen komme oder gerade aus so einem LKW-Schatten raus, dass es mich das viel mehr nach links und rechts drückt. Das beste Argument bisher für einen Tesla war das eigene Supercharger-Netzwerk. Und ich muss wirklich sagen, das kann man auch einfach richtig gut nutzen. Denn ich gebe hier einfach meine Route ein, die Ladestopps werden mir angezeigt. Ganz simpel, hier zack, die vorne zum Beispiel, los geht's. Die Batterie wird automatisch vorkonditioniert. Und ob das auch immer noch so simpel ist, das wollen wir jetzt auch mal in der Praxis austesten und den Wagen laden gehen. Der Akku kann mit 11 kW AC und 250 kW DC aufgeladen werden. Was bei Tesla, gerade an den Superchargern, schon immer typisch war, ist, dass wir hier einen Plug-and-Charge haben. Das heißt, eigentlich müsst ihr es erkennen, genau, einfach reinstecken. Und das Fahrzeug regelt den ganzen Bezahlprozess im Inneren. Da habe ich nämlich all meine Daten hinterlegt. Da können wir uns auch mal gleich den Ladeverlauf angucken. Für den täglichen Gebrauch reicht es ja, dass wir bis 80% laden. Deswegen setze ich das Ladelimit hier einfach über den Regler mal auf 80% herab. Damit sollte der Wagen auch flott geladen sein. Wir haben jetzt hier voraus, sind wir mit 25% angekommen. Jetzt sind wir schon auf 30 hochgeklettert, ganz fix. 30 Minuten dauert das, bis wir die 80 erreicht haben. Gerade laden wir mit 160, 161 kW. Der baut sich hier also gerade noch auf. Und eine Geschwindigkeit von 1043 km/h die Stunde. Ja, so kann man sich das eben einstellen, wie man es möchte. Und wenn man dann fertig ist, einfach hier beenden. So, mit Blick auf die Uhr, es hat keine ganzen 30 Minuten gedauert, es war ein bisschen schneller und wir haben versucht, das Ganze hier bestmöglich mitzufilmen. Leider ist das Display immer mal wieder dunkel geworden oder wir mussten mal an der Tür, deswegen ganz die gleiche Anzeige ist es nicht permanent. Aber was haben wir festgestellt? Der Ladepeak, der von
250 kW maximal angegeben ist, wurde nicht erreicht. Das höchste, was wir hatten, waren knapp 170 kW und dann ist das Ganze abgefallen. Wir gehen jetzt davon aus, dass es daran liegt, dass wir eben mit 24-25% angekommen sind und es wahrscheinlich eher der Fall ist, wenn ich hier wirklich mit 10% ankomme, dass dann wirklich maximal an Leistung vorhanden ist, die dann eben konstant abfällt. Jetzt am Ende waren wir bei um die 50 sogar kW. Aber wie gesagt, es ist noch knapp unter einer halben Stunde auf 80% geladen und deswegen sieht man auch, ein Tesla zu laden, gerade an diesen Tesla Superchargern, ist wirklich kinderleicht. Und meiner Meinung nach ist es auch noch bis heute ein Argument für einen Tesla, weil ich eben hier immer sicher laden kann. Ich habe eine gute Infrastruktur, das Fahrzeug, ich kann mich einfach bei den Angaben hier auf das Ladenetzwerk verlassen. Und gerade wenn man neu ist in der Elektromobilität, ist das halt immer noch ein gutes Argument. Was natürlich nicht zu vergessen ist, dass eben mittlerweile halt auch andere Fabrikate an den Superchargern von Tesla laden können. Gerade hier neben uns stehen dann Fahrzeuge wie ein BMW, ein Toyota, ein Mini. Aber andersrum kann ich ja genauso eben mit einem Tesla auch an jeden anderen Ladepark ranfahren. Das Tesla Model Y Long Range Real Wheel Drive hat einen ziemlich umständlichen Namen. Aber vor allen Dingen einen Einstiegspreis von 48.990 Euro. Und damit ist er preislich absolut konkurrenzfähig mit seinem Konkurrenten, zum Beispiel dem VW ID.4 Pro oder zum Beispiel dem Hyundai Ioniq 5. Weshalb haben sich also im letzten Jahr so viele Leute für das Tesla Model Y entschieden? Naja, der Wagen hat einfach ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und er ist vor allen Dingen direkt verfügbar. Was man natürlich bedenken muss, ist, dass es kein klassisches Werkstattnetz im bisherigen Sinne gibt, aber es kommen immer mehr so kleine Servicestellen dazu. Allerdings ist der Kundenservice jetzt nicht der beste, wird aber natürlich auch durch diese Service-Hubs einfach ein bisschen besser, weil man eben direkt Ansprechpartner hat. Habt ihr euch bereits für einen Tesla entschieden oder käme er für euch überhaupt in Frage? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare und wenn ihr schon da seid, Account abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder.